Einen wunderschönen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mangas. Dieses Mal habe ich mich nach Wendenhausen begeben und wer es dabei ist, erfahrt ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. Beschützt mich bitte nicht, danke. Ich renne sofort hinterher wieder. Verdammt! Okay, zumindest die Dinger legen. Ha! Ey, was ist denn das? Glitscht doch nicht hier so rum! Du glitschst so rum, Flo, Alter. Ah, sehen wir mal. Flo, ich tot. Vielleicht ist Flo der Glitch. Den Glitch. Na, dann botten wir ihn mal schnell. Ich bin mir nicht 1000%ig sicher, aber ich würde Marschi so zu 12% rausnehmen. Das ist mir eindeutig zu wenig. Mach dich das. 12%? Alter, ist ja weniger als Ende des Altes. Was soll das denn jetzt? Oh, Ende spielt auch mal wieder mit. Stimmt. Lass mich mal herausroten. So, Leiche? Ja, ich kann noch Ahnung. Also Leiche liegt oben links bei Security über den Vent, beim Vent. Dann müsste ich vor den Kabeln. Security. Bei Security. Ja, es waren zwei Leute Lights fixen. Ja, Kette. Arno und ich. Mit mir, ich bin von rechts reingekommen. Die zwei, einer ist nach rechts raus, einer ist mit mir nach links und steht dann auch vor der Leiche. Ich bin rechts raus. Kann ich Annie los? Anscheinend bin ich nach links. Ja, du bist nach links, Kartoffel. Ich war an der App jetzt satt. Ist sonst noch irgendjemand? Kann jemand sagen, ob jemand unten in Richtung O2 oder draußen vor Electric, also unter Electrical, dass derjenige in Security gerade in den Vent gesprungen ist? Ich bin die ganze Zeit. Hat gerade gesagt, dass er ein Lab ist, weil in einem Lab ist er ganz bestimmt nicht. Doch, ich bin bei der Node gewesen. Ich bin gerade rausgelaufen. Bei der Node? Also da kann er, glaube ich, noch gewesen sein, oder? Kann Hybrid sogar bestätigen? Oder ist Hybrid mir gecrossed? Ja, kannst du das bestätigen? Nee, es war ja Licht aus und ich stand auf dem Scanner. Ich habe überhaupt nichts von Lab bekommen. Ich bin ja nicht reingegangen, ich war nur an dem Nodenschalter. Weil ja, natürlich an der Weather-Node vorne am Eingang, das geht, klar. Weil ich gehe auch gerade raus aus Lab. Ja, du warst ja nicht, du warst ja gerade noch bei mir, du hättest in der Zeit nicht ganz rausgehen können. Ich stehe jetzt schon fast vor dem Ausgang. Marschi? Ja, ich bin ja schon draußen. Hast du dich, hast du dich über Storage und im unteren Decon auch so beobachtet gefühlt wie ich? Von dir, ja, klar. Oder was war jetzt so? Bin ich schon wieder dumm? Verwirr mich bitte nicht. Beobachtet. Verstehe ich nicht. Muss ich das verstehen? So, Flo ist erstmal weg. Davon. Dib 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 dib. Anno, wo kommst du her? Oder wo kamst du her? Ich habe Licht gefixt. Von wo bist du da gekommen?
Ich war eigentlich eingesperrt worden und dann war Licht halt aus. Na wo? Wo? Eingesperrt? Da beim Lichterfixen wurde ich eingesperrt und dann ging Licht aus. Was da drinne? Ja, und dann bin ich wieder rausgegangen. Okay, weil die Leiche liegt in den anderen Camps, also Security. Ist eine Flo. Anno ist halb so wild. Nochmal, was wollte ich fragen? Anno, wo bist du hin danach? Bin jetzt gerade raus. Gerade rechts raus. Bei mir steht Office, das kann nicht sein, ich müsste über Office sein. Er ist gerade rausgegangen, ja, ich hab die Tür geöffnet, er ist rausgegangen. Ja, ich hab die Tür geöffnet. Moment reingegangen. Wer sagt das gerade? Hybrid. Ah gut, okay. Also ich bin gerade reingegangen, dann müsste ich dich ja eigentlich gesehen haben. Hat einer, doch nee, der ist vor mir raus. Also ich hab die Tür geöffnet, er ist raus, ich bin rein. War einer Lifeline? Endlos? Ich bin halt marschige Quest. Ich war nicht Lifeline. Ich war kurz an Lifeline, aber das da war schon tot vor 10 Sekunden etwa. 10 Sekunden. Okay. 10 Sekunden, aber also ich kann es nicht genau sagen, aber vor 10 Sekunden. War jemand am Table gewesen? Ich war ganz Table, kurz dran. Weil ich war Weapons gewesen, bin dann hoch und da habe ich jetzt halt gerade Anno die Tür aufgemacht und Ja, war die ganze Zeit. Also, wann bist du Anno begegnet? Ne, ich hab die Tür aufgemacht bei Electrical. Und wenn er meint, er war da eingesperrt. Zeit, wie lang ist das hier? Naja, ich bin rein, hab geguckt, Electrical nichts los und bin dann Security unterlegt. Also 5 bis 7 Sekunden, maybe. Aber wenn Molly vor 10 Sekunden schon Leiche tot war, ich glaub nicht, dass der Imposter dann noch da chillen würde und dann dir dann entgegenläuft. Ja, das aber. Wenn nach Jester oder Anno hat's nicht gesehen. Wenn Anno da sowieso drin war, würde ich eh denken, dass er Jester ist. Also würde ich jetzt denken, weil wenn, warum stehst du da in Electric dran? Das gibt für mich nicht viel Sinn. Bin halt reingelaufen, dann war halt Licht aus, dann sind Türen zugegangen, dann dachte ich mir, fuck off. Ist halt nur die Frage, warum du da reinläufst. Also für mich halt also nach der Erzählung glaube ich nicht, dass Anno Imposter ist. Ich wollte halt zuerst so O2, aber ich dachte mir, gut, wenn hier der Imposter, also weißt du, meistens ist es so, wenn man Licht ausmacht, dann ist man in der Nähe von O2, um da zu kehlen, also in der Nähe von O2 Electrical. Mhm. Deswegen bin ich wieder rausgegangen, nachdem ich es gefixt habe. Und ich fixe das Licht immer, weil Kartoffel und ich angefangen haben, Lichter zu fixen. So. Ach, die kämpft sogar. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die hingestellt habe. Ups. Da und... Ist das so schlau? Weiß nicht. Hybrid ist ja nicht killbar. Hybrid ist killbar. Hybrid ist killbar. Hybride. Keksi. Ups. Boah, der ist noch nicht so lange her. Marschi. Ja. Wo bist du gerade? Ich bin bei, du hast mich doch gerade gesehen, du bist gerade rausgegangen bei ja, dem Wasserrädern. Das hätte ja auch Morphling sein können, deswegen wollte ich wissen. Achso, nee, du bist gerade raus bei den Wasserrädern, ich habe gerade aufgefüllt und wollte gerade wieder raus. Du aber bist rausgegangen. Ich weiß, dass Endless in die Richtung ungefähr gelaufen ist, wo du ja gerade herkamst, so ungefähr. Wo ist er denn? Wo liegt Endless? Keksi? Ich jetzt, danke. Sorry. Über Camps? Aha. Und von der Leiche weggelaufenes Kartoffel. Oh, Toffel. Also ich komme halt von Koms, ne? Kartoffel hat safe den ersten Kill nicht gemacht, das weiß ich. Ich also, komme halt von Koms. Ich war in Electrical, immer nur aber ich habe nicht in Camps geguckt. Ja, du bist gerade von der Leiche weggelaufen und ich bin hingelaufen. Aber hat er lag die Leiche direkt in Camps oder so am Gang? Oben. Dann war ich entweder einfach nur komplett blind oder die war da noch nicht. Also, das klingt natürlich echt ungünstig. Aber ich bin halt in O2 rein, hab meine Tasks gemacht, bin hoch und dann bei Electrical wieder raus, um meinen Fuel zu machen. Also, sie liegt über den Kameras oder was?
Also ich kann bestätigen, dass Kartoffel am Fuel war. Aber ich kam halt, also ich kam halt nicht von oben, ne? Ich kam halt von Molly bin ich und Kixi okay. bin ich beim Admin Table Plus begegnet. Ja. Bin dann kurz bei Weapons gucken, ob jemand da drin ist. Da bin ich bei Comms, hab die eine Task gemacht mit denen runterschalten, bin raus und da ist Kixi, glaube ich, vor mir gelaufen. Aber da bin ich mir nicht sicher. Ja, aber gut, jetzt mal, wen wollen wir ins Boot nehmen? So, ja, ich finde Kartoffel jetzt ein bisschen schwierig, weil er stand wirklich, ich bin jetzt gerade im Lab drinnen, im Gang. Und ich bin, und er stand an der Tür vom Fuel. Hat die gerade aufgemacht, als ich da dran vorbeigelaufen bin. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das zeittechnisch mit Keks passen kann. Aber irgendjemand hat ihn noch geklärt, oder nicht? Ah, oh, ich sehe ja, schon. Ja, für den ersten Kill, Kill, aber nicht keine für Ahnung. Den ersten. Aber ja, für den ersten kann ich ihn halt. Keinen ja. draußen. Sehen, keine Ahnung. Nie gesehen habe. Oh Mann. I don't ich know. Ich habe ihn die ganze Runde nicht gesehen. Wow. Wer hat denn nicht gewählt? Wer hat denn nicht also, gewählt? Wer hat nicht gewotet? Wer hat mich What ausgelassen? Ich, aber ja, Kartoffel, vote doch mal Molly, Alter. Dann, dann wäre wär jemand geflogen. Ich bin nämlich Meyer. Ja, Doppel ist Meyer. Dibidibdi. LOL. Major, also, sprich. Ich finde, wir sollten irgendjemanden noch rausvoten. Und wir haben auf jeden Fall einen Fixen. Also, wir voten einfach jeder denselben wie gerade und dann du entscheidest einfach, Kartoffel. Weil du bist der Major. Also ich kann aber nur ich sagen, keine wir haben auch einen Trickster dabei. Wir sind Buddies gewesen. Ich weiß, ja, dich würde ich nicht rausvoten, tatsächlich. Also aber ich habe Marshy gewotet, weil, wie gesagt, er hat mich in dieser Runde gesehen und ich ihn nicht. Hey, wir waren mit Molly, waren wir in Admin-Table-Lifeline. Stimmt allerdings. Ich bin quasi zeitgleich gecrossed. Ich bin aber nicht reingegangen, weil Nein, draußen. Links vom Office war das. Ich habe Marshy nicht gesehen. War der erste Kill, der V-Box-Kill, der war ja oben. Das ergibt keinen Sinn, Kixi, für mich gerade. Und dann habe ich auf meine Time-Master-Fähigkeit geklickt, weil ich Rollenbewegung, gut, ich bin Crewmate. Molly, aber hast du nicht, weil du dann wieder reingelaufen bist. Und ja, ich habe... Dann hast du denn gesehen, wie Keks an dir vorbeigelaufen ist? Ich? Es ist jemand an mir vorbeigelaufen. Ich kann leider nicht genau ich bin sagen, auf jeden Fall an dir vorbeigelaufen, als du an der Tür standst. Also ich war halt auch nicht in der Nähe des Kills, also finde ich es gerade ein bisschen sad von Keksi, wenn ich ehrlich bin. Immer nur der erste Kill, also ich habe bei dem Kill jetzt von Keksi nicht so viel Ahnung, aber den Seebox-Kill weiß ich zumindest, dass Kartoffel sehr lange bei Light stand. Und ich mache gerade dauernd auch Buddy, weil wir da halt bei Light zusammen standen. Aber eigentlich kann er mich genauso wenig prüfen, wie ich ihn. Anders für mich Jester, dann bleibt aber nur noch Molly halt oder Heidi. Sehr lange da in der Nähe Kartoffel. Deswegen. Ich bin gerade bei Kartoffel und Keksi, aber also wenn Keksi jetzt sagt... Kartoffel hat gesagt, er ist Major und hat jetzt gedrückt. Er drückt da nicht, also bin ich für... Kartoffel, also tut mir leid, ich vote dich. Keks. Ich habe jetzt Keks gewotet, auch wenn es... Ich glaube aber auch nicht, dass es Keksi ist. Das ist so das Ding. Ich glaube, du bist es, Kartoffel. Nee, der ist Major, hat er doch gesagt. Der drückt dann nie, never ever. Ist Keksi Jester. Er ist Major, okay. Oh, aber Major, drückst du dann noch Keksi? Deswegen hat sie gemeint, sie hätte uns nicht gesehen. Nope. Arno ist Jester. Licht geht aus. Schade. Das ruhig Kartoffel, der weggelaufen ist. Warst du irgendwas Bestimmtes, Molly? War aber trotzdem meine Schuld. Ich krieg so die Krise, ich sag noch, ja, Marshy hat mich gesehen, Marshy hat mich gesehen. Ja, aber du warst in meiner Sichtfeld, wirklich jetzt. Also ich bin gerade, kommst raus und da bist du gerade vorbeigelaufen, Keksi. Nee, sie ist gerade vorhin an, kommst vorbeigelaufen, wirklich jetzt. Also ich und Marshy sind quasi ineinander fast schon gelaufen, sie ist uns gecrossed. Ja. Trotzdem Marshy nicht gesehen. Ja, ich dachte, du hast nur Augen für mich, Keksi. Dann warst du einfach nur in dem Moment blind. Mir hätte das ja auch auffallen müssen, dass ich sehe. Ja gut, ich war einfach müde. Das
Flo, wie geht's dir so? Hybrid hat so gesagt, der war bei Fuel und zeitlich hätte es dann gar nicht gepasst. Flodi, die erste Runde hat mir so gut gepasst, ich konnte schön meine Boxen legen und du warst ja, in dem. Nein, das ist ja das Geilste, Alter. Wir laufen beide zusammen rum und ich place meine Kameras, du place deine Boxen. Ach, das meintest du! Keine Ahnung, wovon du redest. Ja, ich hab eine über Storage platziert und eine unten in Dings. Die habe ich gesehen, wo ich in die Box dann rein wollte. In der genau, Zone. dann schwebe ich da so rum und sehe so die Box unten in Specimen und denke mir so, Marschi. Nein, du hast jetzt nicht auch in aller Ruhe deine Sachen geplant. Das war gut, ja. Das war's auch schon mit dieser Folge. Aber schaltet doch beim nächsten Mal ein, wenn es heißt Wetten, Killen und Niederschnetzeln. Bis dann.